Nächstgelegene Krankenhäuser, Vorhof, diverse Rest, mit Patienten, die möglicherweise woanders hin verschafft werden können und die wichtigen und relevanten Plätze dann verstopft werden. So, die Drehleiter ist fertig, die Stützen sind ausgefahren, die Wasserversorgung steht. Es wird jetzt der Schlauch überführt in den Leiterpark. Und wir beginnen jetzt mit der dreidimensionalen Brandbekämpfung. Das heißt, wir sind nicht nur in der Fläche, wir gehen jetzt auch in die Höhe. Flankiert werden unsere Einsätze immer stärker durch eigene Drohneneinheiten, die wir haben. Und hier die...